Tatsächlich muss man erstmal vorweg ausholen, dass wir uns schon sehr früh im Studium kennengelernt haben, hier an der TU Darmstadt. Zusammen hatten wir dann auch diverse Seminare besucht, unter anderem eins, wo wir eine Geschäftsidee entwickeln sollten. Und wir haben dann vor allem in der Corona-Krise gemerkt, wie viel verschickt wurde. Und dabei entstand die Idee eigentlich von allen Seiten und jeder hat einen Teil beigetragen. Der eine hat gesagt, okay, hier, schaut mal, wie viel Verpackungsmüll entsteht durch die ganzen Versendungen. Der andere meinte, ja, es gibt auch eine Ressource, die bleibt überschüssig, wie zum Beispiel Stroh in diesem Fall. Diese ganzen Ideen, die von den einzelnen Teammitgliedern kamen, mündeten dann letztlich in unserer Geschäftsidee, an der entwickeln wir tagtäglich weiter. Wir verwenden Stroh, das ist ein Reststoff in der Landwirtschaft, der sowieso anfällt, 10 Millionen Tonnen in Deutschland allein jedes Jahr. Wir cyclen dieses Stroh ab und verpacken es in kleine Kissen und die kann man dann anstelle von Luftpolsterkissen verwenden oder anstelle von Styroporchips. Darüber hinaus bringt unser Füllmaterial eben alle Eigenschaften mit, die so an ein Füllmaterial gestellt werden. Hat Dämpfungseigenschaften, ist thermisch isolierend und darüber hinaus sorgt es eben für ein angenehmes Auspackerlebnis bei Endverbrauchern. Und wir wollen vor allem auch das Vorurteil durchbrechen, dass Nachhaltigkeit auch mehr kosten muss. Wir ermöglichen unseren Kunden sozusagen die Geschichte der Nachhaltigkeit, des Ökologischen komplett zu Ende zu erzählen und den Endkunden dann auch bis dorthin abzuholen. Ich glaube, ich rede für uns alle, wenn wir die Vision haben, dass wir den umweltschädlichen Verpackungslösungen den Kampf ansagen wollen und den Paketversand so mit jedem Päckchen ein kleines Stück nachhaltiger gestalten wollen und tatsächlich auch dann auf Dauer gesehen einen größeren Impact generieren wollen. Thank you.